Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Willi Nummer 15. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich stecke gerade in den Urlaubsvorbereitungen. Was will man immer, wenn man in Urlaub fährt? Man will die schönsten Wochen des Jahres festhalten. Qualitativ gut mit möglichst wenig Ballast. Ich habe mich in den letzten Jahren immer ein bisschen geschmälert, und zwar auf ein bestimmtes Teil, nämlich dem Handy. Und ob ich jetzt eine große Kamera mit einem Rode Mikrofon drauf immer mit mir rumschleppe und jeder weiß genau, oh, der filmt jetzt gerade, das möchte ich irgendwo auch ein bisschen vermeiden. Ich kann man dementsprechend ein bisschen reduzieren. Man will ja auch einen guten Ton haben, man will einen guten Bildsmooth, also wenn man sich bewegt, das soll ja alles wackelfrei sein und so weiter und so fort. Und ich habe mich mit dieser Ausrüstung eigentlich jetzt schon mal angefreundet. Ich habe die eigentlich nur gar nicht ausgepackt. Ich habe diesen Gimbal ganz neu. Ich habe das erste Mal einen Gimbal gekauft. Und warum ich mir den gekauft habe, alles in diesem Video. Wir können mal ganz kurz durchgehen, was ich mir hier alles hingelegt habe, was ich mir gekauft habe, was demnächst auch im Koffer landet oder vielleicht schon von Anfang an in meine Hand, um die Reise direkt von zu Hause aus zu begleiten. Das ist einmal, habe ich mir gekauft, gerade neu bin ich ganz scharf drauf, erstmal das wieder auszupacken. Aber wir werden jetzt auch keine Zeit haben, auf jedes Gerät genau einzugehen, Vor- und Nachteile. Ich werde euch einfach meine Kaufentscheidungen oder das, was mich zur Kaufentscheidung überzeugt hat, zu sagen, zu den jeweiligen Artikeln. Ich habe hier einmal das von Hohem iStady V2, ein 3-Achsen-Gimbal. Hat mich überzeugt gegenüber DJI, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum, erkläre ich euch gleich noch. Dann habe ich mir noch ein Lavalier-Mikrofon oder besser gesagt ein Ansteckmikrofon mit Funkstrecke gekauft für das Handy. Also ich habe ein iPhone 13, das kann man also da gut mit verbinden. Und ihr seht das hier auch. Allerdings zu dem Mikrofon möchte ich noch sagen, das hat kein Windschutz. Ich hatte aufgrund dessen auch mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, warum die keinen Windschutz haben. Das sagte er mir, die haben also eine Rauschunterdrückung. Die würde fast ausreichend sein, gerade bei Windböen. Keine Ahnung, wir werden das testen hier im Video. Dann habe ich hier mein iPhone 13. So, ein Handy ist natürlich auch so ein komplettes Filmstudio. Es ist ja nicht nur die Technik drumherum, auch die Technik, die in so einem Handy drin sein sollte. Oder beziehungsweise, wenn man gute Aufnahmen machen will, natürlich reicht die normale Fotofilm-App im Apple auch aus. Aber ich habe hier so mal Filmic Pro nochmal drauf. Sieht dann so aus. Ja, dazu habe ich LumaFusion auf dem Handy zur Bearbeitung der Videos, aber ich habe mir abgewöhnt, im Urlaub generell überhaupt keine Videos zu schneiden. Urlaub ist Urlaub, da wird nochmal aufgezeichnet und zu Hause wird dann in Ruhe dann geschnitten. So, das nächste ist natürlich der Speicherplatz so auf dem Handy. Ein 128 GB Speicherplatz, das ist immer relativ, man hat eh schon Fotos drauf. Sollte man sich dann eventuell noch überlegen, eine vom iCloud Speichererweiterung zu holen. Ich habe jetzt hier mal die 200 GB Erweiterung genommen von iCloud, 2,99 Euro im Monat. Kann man verkraften, dann hat man auch keine Sorge, dass man sparen muss oder sich jedes Foto dreimal überlegen muss, um das zu machen. Man kann dann während des Urlaubs, wenn man merkt, also ich überziehe jetzt schon die 200 GB, kann man nochmal auf 2 TB gehen für 9,99 Euro. Die kann man also Monat für Monat immer wieder kündigen oder sich wieder zurückstufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem bei iCloud. Aber man hat immer, gerade im Urlaub, die Sicherheit, ich kann so viel und so lange filmen und so viel Fotos machen, wie ich will mit meinem Handy. So, das ist also die gesamte Foto- und Filmausrüstung, die ich mitnehme im Urlaub. Und die macht eigentlich super Aufnahmen. Man hat also da keine Wünsche offen mehr, auch von der Qualität schlechthin nicht. Gerade wenn ich dann die ganzen Ausflugs- und Touristensehenswürdigkeiten besuche, dann werde ich mich wahrscheinlich mit dem leichtesten Gepäck überhaupt bewaffnen. Das ist dieser Gimbal hier und den wollen wir jetzt mal zusammen auspacken. Ich habe den selber noch nicht gesehen und ausgepackt. Ich werde jetzt mal schauen, was jetzt alles im Lieferumfang mit dabei ist. Die ganze Sache ist von Hohem, ein 3-Achsen-Gimbal. Das Modell ist das iStady
V2. So sieht es also aus. So, dazu ist jetzt nochmal so eine Installationsanleitung. Dazu die Installation der App hier mit dem QR-Code. Dann haben wir hier noch eine Gebrauchsanweisung. Als zweites ein kleines Säckchen. Und dann haben wir schon den Gimbal hier. Da haben wir das gute Stück. Ihr seht schon, wie klein das ist. Drin war nochmal so ein USB-Aufladekabel. Das kann man dann hier anschließen an der Öffnung und dann nochmal den Akku hier drin aufladen. Wie ihr seht, ist da noch so ein kleiner Stativfuß dabei. Den kann man unten drunter schrauben, so dass das der ganze Gimbal auch hingestellt werden kann. So, vor allen Dingen, das ist eine ganz normale Stativschraube hier unten. Man kann es also auch auf ein Stativ schrauben. Warum ich mich jetzt für diesen Gimbal entschieden habe, das werde ich euch jetzt mal ganz kurz erklären. Aber jetzt wollen wir es erstmal zusammenbauen. Der Gimbal ist also ganz einfach und verständlich zu installieren bzw. auseinanderzuklappen. Ihr seht also hier schon die Arbeitsschritte zum Entfalten des Gimbals und Installation sind hier schon ganz toll beschrieben. 1, 2 Schritt. Man muss jetzt hier dieses Ding hier spannen, nach oben. Schraube hier ist auf. Dann den Gimbal hier bis zum Anschlag aufmachen. Schraube wieder schließen, ganz wichtig. Ja, und dann muss es ganz einfach nochmal ausbalanciert werden. Und zwar nicht nur von links nach rechts, sondern auch von oben nach unten. Das ist also auch alles prima hier beschrieben und das werden wir jetzt machen. Das ist auch jetzt komplett egal, ob man jetzt horizontal oder vertikal Filme oder Fotos macht. Einfach, ich tue es einfach erstmal quer rein, so. Dann hatte ich natürlich die Befürchtung, ich werde meine Knöpfe am Handy hier mit einklemmen, aber ihr seht, es ist so ein kleiner Keil, der eine Aussparung gibt für die Schaltungen am Rand, genauso wie hier. Das ist einmal dieses Laut- und Leise-Regler am Handy und einmal das An- und Ausschalten. So wichtig ist natürlich auch, dass man erstmal die Installationsschritte befolgt und vor allen Dingen hier oben erstmal die App installiert. So, da ist er, der hat sich jetzt bewegt, habt ihr gesehen? Die Verbindung hier auf Bluetooth, und da ist er. Und jetzt können wir das da dran machen. Also jetzt können wir das Handy dran machen. Das muss das natürlich ausbalanciert werden. Aber es funktioniert schon auf Knopfdruck, also vertikal und horizontal. Und jetzt nochmal dazu, warum ich mich gerade jetzt für diesen Gimbal entschieden habe. Dreiachsig, genauso wie DJI auch. Nur er hat jetzt noch einige Vorteile, die ich eigentlich für sie sehr wichtig finde und sehr gut. Ich möchte jetzt nicht ganz im Detail auf die gesamte Technik des Gimbals eingehen. Ich will also nur die Facts bringen, die mich überzeugt haben, diesen Gimbal für 139 Euro zu kaufen. Das ist einmal also eine kleine LED, das ist also nichts Besonderes. Also es bringt im dunkelsten Schacht Licht, aber besser als nichts. Es hat eine eigene Kamera und die Kamera, die hat einen AI-Chip. Das heißt also ein Tracking-Chip. Man kann also jetzt hier mein Gesicht oder eine bestimmte Phase an meinem T-Shirt oder an meiner Hand einzeichnen, die dann diese kleine Kamera hier oben verfolgt. Das heißt also, ich bin komplett Software- oder App-unabhängig. Das heißt also, ich kann jede x-beliebige App nehmen, ob ich jetzt streame, TikTok, YouTube oder hier meine Film-App. Dieses Tracking funktioniert immer und überall. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier ein Gesichtstracking drin. Das kann ich also überall benutzen. Das wird ja unabhängig mit dieser Kamera mitgeliefert. Ihr seht, wenn ich mich hier bewege, der bewegt sich mit mir, wo ich auch hingehe. Oder eine Objektverfolgung. Was mich natürlich auch sehr fasziniert, sind diese Gestik-Automatik. Also ich kann mit der Gestik alles machen. Ich kann jetzt hier Halt machen, dann stoppt er. Oder ich mache so, dann kann ich also die Gestik hier einschalten, halt, bleibt da stehen. Das ist für waagerecht, das ist für senkrecht. Das Schöne an diesem Gimbal ist eben, er kann also die Gestik lesen und das nicht nur in der eigenen App, die dabei geliefert wird. Dazu kann man es noch am Gimbal selber steuern hier. So, ganz kurz nochmal, warum ich mich jetzt für den Gimbal von Hohem entschieden habe, das iStating
IPV2. Ist also ein Gimbal, der wiegt 230 Gramm, also sehr leicht für das kleine Marschgepäck. Was mich wirklich überzeugt hat an diesem Gimbal ist der AI Vision Sensor, der wirklich dieses Tracking gut beherrscht, auch diese Gaystick-Kommandos und eben auch diese Kleinigkeiten wie die LEDs, die nicht allzu viel bringen, aber für Stockdunkel und diese LEDs würde ich mich immer für die LEDs entscheiden. Die Nachverfolgung funktioniert richtig gut und ich kann mir gut vorstellen, wer alleine ist und sich mal im stillen Kämmerchen, weiß ich, ein Kochvideo macht oder ein Stream, der kann damit super arbeiten und braucht keinen Kameramann. Dazu kommt jetzt nochmal die Akkuleistung, 9 Stunden Akku hat er zur Verfügung, wenn man nur die Gimbal-Funktion benutzt. Wenn man natürlich jetzt Gimbal und iVision benutzt, dann 4 Stunden. Und wenn man dazu noch iVision und LEDs anhat, dann 2 Stunden. Also dieses Tracking ist natürlich auch für die Rückkameras, also die Hauptkameras, super. Man kann also die auch nach vorne setzen. Dieses Tracking funktioniert ja einmal eingestellt auf das Gesicht. Man braucht also nicht mehr einen Kontrollbildschirm. Man kann also die hochwertigen Kameras an der Handyrückseite nutzen. Das war es eigentlich für den Gimbal. Kleinigkeiten wie Kalibrieren, kleine Veränderungen wie soft der Gimbal arbeiten soll oder weniger soft, schnell, soft, wie auch immer. Das kann man da so in den Einstellungen von der mitgelieferten App also prima einstellen. So, jetzt kommt neben dem ganzen Paket noch dieses Ansteckmikrofon, was ich mir ausgesucht habe, mit einer Funkstrecke. 20 Meter reicht die Funkstrecke. Und warum ich mir die ausgesucht habe für meinen Urlaubs Package ist, dass die in so einer Aufladebox kommen. Wie wir das von den AirPods kennen hier von Apple. Es ist in so einer Akkubox. Es ladet sich auch auf in dieser Box. Das finde ich ideal im Urlaub, wenn man längere Zeit unterwegs ist in so einer Besichtigung oder was auch immer. Dann kann man das Mikrofon also hier einschieben und es ladet sich auf. Hier kann man die Box laden. Dazu gibt es auch dieses Ladekabel. Das kann man natürlich ganz einfach hier direkt einstecken. Das ist also jetzt hier der Empfänger. Und hier kommt dieses kleine Mikrofon. So schalten wir das hier ein. Kann ich jetzt einmal hier dran heften. Mache ich hier mal eine kurze Videoaufzeichnung. Dann leuchtet so eine kleine Lampe grün. Dann haben wir es auch drin. Seht ihr? 1, 2, 3. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, inwieweit die Tonqualität ist. Ich meine, jetzt in einem geschlossenen Raum ist immer ganz einfach. Aber ich gehe jetzt mal von aus, wenn ich auf hoher See bin oder wie auch immer irgendwo im Wüstensturm, dass ich kein Windrauschen hier drin habe. Man hat mir beim Hersteller versichert, das würde mit dieser Geräuschunterdrückung auf jeden Fall weg sein. Das werden wir natürlich jetzt auch alles mal testen. So, ich habe mir jetzt einen Ventilator geholt. Den habe ich jetzt mal hier aufgebaut, um eben Windgeräusche nachzuempfinden. Aber das wird man wohl so einfach nicht machen können mit einem Ventilator an der See oder irgendwo am freien Gelände. Wird ein ganz anderes Lüftchen wehen und kommt von allen Seiten. So, jetzt müsste es eigentlich an sein. Die rote Lampe brennt hier. Hier brennt die grüne. Und jetzt werde ich mal den Ventilator anmachen. Der ist jetzt genau da. So, machen wir mal gucken. Jetzt werden wir mal sehen, was er sagt. Eigentlich müssten die sich ja jetzt einpegeln. Und ihr seht, ich habe jetzt hier genau den Ventilator stehen. Und ich lasse das mal so schön reinpusten. So, ich darf also jetzt im Fazit mal sagen, zum Mikrofon. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen so in den Wind. Lass mich jetzt mal ein bisschen hier durchwehen. Das ist natürlich kein Vergleich zu einem richtigen Wind irgendwo am Meer. Letztendlich finde ich die Tonqualität gar nicht mal so schlecht von dem kleinen Ding. Auch unter Windverhältnissen. So, und jetzt zum Fazit meiner ganzen Ausrüstung, die ich mit in den Urlaub nehmen werde und nur mit dem Handy filmen möchte. Ich bin auf jeden Fall ganz zufrieden mit der Technik, die ich mitnehmen möchte im Urlaub. Sie ist leicht, sie ist komfortabel, sie ist zweckmäßig und sie liefert eine gute Qualität. Das haben wir gesehen heute in dem Video. Alle Artikel, die ich heute hier in der Hand habe, die Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.
Musik.